Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Amerikaner haben der Demokratischen Partei von US-Präsident Obama bei den Kongresswahlen eine schwere Niederlage bereitet. Nach dem Abgeordnetenhaus verloren die Demokraten jetzt auch die Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer, dem Senat. Damit wird das Regieren für US-Präsident Obama in seinen beiden letzten Amtsjahren schwieriger. Er will noch diese Woche mit beiden Parteien die Möglichkeiten für politische Kompromisse ausloten. So sehen Sieger aus. Der erst 37-jährige Irak-Veteran Tom Cotton hat das Rennen in Arkansas gemacht und zieht als Senator nach Washington. Die Republikaner können viele Triumphe feiern. Sie haben bei den Kongresswahlen die politische Landschaft Amerikas dramatisch verändert. Im Repräsentantenhaus verlieren die Demokraten, kommen nur noch auf 181 Sitze. Mit 243 Sitzen erkämpfen die Republikaner die größte konservative Mehrheit seit Jahrzehnten. Auch die zweite Kongresskammer ist nun fest in republikanischer Hand. Sie erringen 7 zusätzliche Sitze, stellen mindestens 52 von 100 Senatoren. Und er soll ihr Mehrheitsführer werden, Mitch McConnell aus Kentucky. Obamas Widersacher gibt sich nach den Wahlen versöhnlich. Wir haben die Pflicht, mit den Demokraten zusammenzuarbeiten, Kompromisse zu finden. Nur weil wir ein Zwei-Parteien-System haben, müssen wir ja nicht im Dauerkonflikt leben. Doch ist dies mehr als eine Geste? Demokraten fürchten, dass die Konservativen Obama mit unannehmbaren Gesetzesinitiativen vor sich hertreiben und zum Veto zwingen werden. Dann stünde er als Blockierer da. Ob mit den Wahlsiegern künftig Staat zu machen ist, muss der Präsident nun ausloten. Was Obama in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit bewegen kann, hängt vom Wohlwollen seiner Gegner ab und seinem Verhandlungsgeschick. Er hat sie für Freitag eingeladen, ein Versöhnungstreffen. In knapp einer Stunde stellt sich der Präsident der Presse. Im Sturm haben Amerikas Konservative den Kongress erobert. Manch siegestrunkener Republikaner wähnt sich schon im Präsidentenamt. Als wäre Obama bereits Geschichte, greifen die Konservativen nun Hillary Clinton an, mutmaßliche Kandidatin der Demokraten für die Präsidentenwahl 2016. Offen gesagt, das war gestern auch eine Absage an Hillary Clinton. Schauen Sie, bei den Wahlen haben fast überall die Amtsinhaber gewonnen. Nur Kandidaten, für die Clinton geworben hatte, scheiterten. Das war die Botschaft. Amerikas Konservative sehen ihren Wahlsieg im Kongress nur als Zwischenetappe auf dem Weg ins Weiße Haus. Zu den Auswirkungen der Kongresswahl jetzt eine Einschätzung von Tina Hassel live aus Washington. Für die abgestraften Demokraten muss es fast zynisch klingen, wenn der neue starke Mann im Senat nun plötzlich die politische Zusammenarbeit ausruft. Ausgerechnet der Mann, der sich jahrelang von den Hardlinern in der eigenen Partei hat treiben lassen. Aber Präsident Obama bleibt gar nichts anderes übrig, als die ausgestreckte Hand schnell zu ergreifen. Er hat nur noch ein Jahr, um überhaupt etwas bewirken zu können. Dann beginnt schon wieder der Präsidentschaftswahlkampf. Und das ist die gute Nachricht für die Demokraten. Aus der Ohrfeige von heute könnte eine Steilvorlage für morgen werden. Mit Hillary Clinton steht eine populäre Kandidatin vor der Tür, mit der auch ein Viertel aller Republikaner liebäugeln. Und Mitch McConnell muss erst einmal beweisen, dass er seine Partei wirklich einen kann auf einen konstruktiven Kurs. Denn bislang sind die Republikaner heillos zerstritten in Grabenkämpfen. Und damit zurück zu Judith Rakers. Der voraussichtlich längste Ausstand in der Geschichte der Bahn hat begonnen. Die Lokführer bestreiken seit dem Nachmittag den Güterverkehr. In der Nacht soll der Personenverkehr folgen. Das Unternehmen hatte zuvor ein Schlichtungsverfahren vorgeschlagen. Die Lokführergewerkschaft GDL wies dies aber zurück. Ihr Vorsitzender Weselski erklärte, es gehe derzeit nicht um Löhne oder Arbeitszeiten, sondern um grundgesetzlich verbriefte Rechte der Gewerkschaft. Noch ist die Stimmung gut auf dem Berliner Hauptbahnhof. Die meisten Züge fahren. Die Bahn hat sich gut auf den Streik vorbereitet und Notfallfahrpläne aufgestellt. Doch in der Bundesregierung bestehen Zweifel an der Verhältnismäßigkeit einer 4-tägigen Arbeitsniederlegung. Die Bundeskanzlerin wünscht sich, dass man sich noch friedlich einigt. Es gibt ja in den tarifvertraglichen Auseinandersetzungen auch Möglichkeiten, zum Beispiel der Schlichtung, wenn beide Partner zustimmen.
Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn Wege gesucht werden, die die Verhältnismäßigkeit möglichst gut wahren. Die Bahnspitze sieht das genauso. Sie ist verärgert darüber, dass die GDL streiken statt verhandeln will. Deshalb machte die Bahn den Vorschlag einer Schlichtung. Man wolle darüber reden, wie es weitergehen könnte. Wir schlagen vor, zwei Schlichter, jeder von einer Seite, zu nominieren und schlagen dann vor, dieses Verfahren zügig einzuleiten. Die GDL dagegen lehnte das ab. Man werde wie geplant streiken, denn es gebe keinen Verhandlungsstand, der geschlichtet werden könne. Bisher habe man nur über das Prozedere geredet. Wir haben deshalb festzuhalten, dass wir schlichten, wenn wir in Inhalten verhandelt haben und wenn wir feststellen müssen, dass wir in Inhalten nicht zusammenkommen. Für Bahnkunden bedeutet das, ab morgen wird im Fernverkehr nur jeder dritte Zug fahren, im Nahverkehr, je nach Region, zwischen 20% und 60% aller Züge. Welche das sein werden, kann man im Internet nachlesen oder telefonisch erfragen. Täglich rollen allein für die Automobilindustrie rund 200 Züge durch Deutschland. Auch die Chemieindustrie lässt Rohstoffe per Bahn transportieren. Verzögern sich die Lieferungen durch die Streiks, kommt auch die Produktion ins Stocken. Die Wirtschaft versucht, so weit wie möglich auf die Straße auszuweichen, stößt damit aber auch an Grenzen. Stillstand im Neusser Rheinhafen. Spediteur Siegfried Wendland wartet vergeblich auf den täglichen Güterzug aus Italien. Der steckt jetzt in Basel fest. Und der Zug in die Gegenrichtung fährt auch nicht. Stillstand, der ihn richtig Geld kostet. Wir haben ungefähr pro Zug 50.000 Euro Umsatz zu verzeichnen. Das heißt also einmal Nord-Süd, einmal Süd-Nord. Das sind 100.000 Euro Umsatzausfall pro Tag, die wir dann zu verzeichnen hätten. Experten rechnen damit, dass ein Streik ab 4 Tagen teuer wird für die deutsche Wirtschaft. Immerhin 17% des Güterverkehrs wird über die Schiene abgewickelt. 230 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr. Besonders die Chemieindustrie, die Stahlbranche und die Autoproduzenten sind auf diesen Transportweg angewiesen. Viele Spediteure versuchen jetzt kurzfristig, ihre Waren auf der Straße ans Ziel zu bringen. Für die Bahn könnte das nachhaltige negative Folgen haben. Das Vertrauen der Kunden ist erschüttert. Das eigentliche Problem ist, dass die Bahn ca. 16-17% am Güterverkehr teilnimmt in Deutschland. Und wenn wir jetzt zurückverlagern auf die Straße, kommt es zu einer nachhaltigen Rückverlagerung auf die Straße. Das heißt, die Straße ist der eigentliche Gewinner von diesem Streik. Und das ist doch fatal für alle. Schlecht für die Ökobilanz und teuer. Die Preise für einen Lkw-Transport haben sich durch die streikbedingt hohe Nachfrage zum Teil verfünffacht. Welche Rechte haben Zugreisende bei Ausfällen und Verspätungen? Alle wichtigen Informationen darüber finden Sie auf tagesschau.de. Langzeitarbeitslose sollen nach dem Willen von Arbeitsministerin Nahles künftig besser beraten und betreut werden. Nach ihren Plänen soll es dafür spezielle Anlaufstellen in den Jobcentern geben. Zudem strebt Nahles an, die Betreuung künftig auch nach dem Beginn einer neuen Arbeit fortzuführen, um die Abbrecherquote zu senken. Bislang ist der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit kaum vorangekommen, trotz der relativ guten Lage am Arbeitsmarkt. Wenn das nicht optimistisch aussieht, Ministerin Nahles hat viel vor, um Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen, auch wenn sie im Gespräch mit der Kanzlerin schon nicht mehr ganz so optimistisch wirkt. Das Problem, die Zahl der Arbeitslosen insgesamt sinkt und sinkt. Bloß die Zahl derer, die länger als ein Jahr ohne Job sind, die will einfach nicht kleiner werden. Jetzt, wo die Arbeitsmarktlage so gut ist, wo der Arbeitsmarkt in Deutschland trotz sich leicht eintrübender Konjunktur weiter einen Beschäftigungszuwachs erlebt, wann, wenn nicht jetzt, sollen wir es schaffen, die Langzeitarbeitslosen zu vermitteln? Künftig soll es Lohnkostenzuschüsse von bis zu 100% geben, um besonders schwere Fälle zu vermitteln. Ein persönlicher Coach kann Betroffene bis zu 6 Monate lang intensiv auch im neuen Betrieb begleiten. Und etwa 1000 befristete Beraterstellen in den Jobcentern sollen verlängert werden. Der Opposition fehlt da ein zentraler Punkt: berufliche Förderung. Und da ist natürlich wichtig, dass Qualifizierung und Weiterbildung eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist überhaupt nicht angegangen von Frau Nahles. Sozialverbände finden die Ideen der Arbeitsministerin zwar richtig, sie seien aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man hier wirklich was anbieten will, dann brauchen wir viel öffentlich geförderte Beschäftigung. Vor allen Dingen aber brauchen wir ein Finanzpaket, das gut zwischen 3 und 4 Milliarden Euro liegen würde.
Tatsächlich klafft da eine ziemliche Lücke. 1,1 Millionen Langzeitarbeitslose zählt die Bundesagentur. Die finanziellen Mittel in den neuen Programmen reichen aber für maximal 50.000 Menschen. Wenn mehr passieren soll, wird es ohne zusätzliches Geld kaum gehen. Der Bundestag hat heute über Konsequenzen aus der Mordserie des nationalsozialistischen Untergrundes NSU beraten. Politiker aller Parteien beklagten trotz mehrerer Untersuchungsausschüsse immer noch mangelnde Aufklärung und Sensibilität der Sicherheitsbehörden. Die rechtsextreme Terrorzelle war 2011 aufgedeckt worden. Ihr werden unter anderem 10 Morde zur Last gelegt. Vor 3 Jahren flogen die Rechtsterroristen des NSU auf. Bis heute ringen Regierung, Parlament und Behörden um Erklärung für die vielen Ermittlungspannen und um Konsequenzen. Und so war der Innenminister heute ziemlich allein im Bundestag mit seiner positiven Einschätzung zum Stand der Aufarbeitung. Die Umsetzung der Empfehlungen des Untersuchungsausschusses Deutschen Bundestages läuft auf Hochtouren. Das gilt für die Justiz, für die Polizeibehörden, aber auch für die Nachrichtendienste. Dass der Justizminister ausländerfeindlich motivierte Verbrechen künftig härter bestrafen will, reicht den Abgeordneten nicht. Denn ansonsten sei bisher kaum ein Reformvorschlag des NSU-Untersuchungsausschusses umgesetzt, kritisieren alle Fraktionen. Und noch immer würden staatliche Ermittlungsbehörden eine konsequente Aufarbeitung behindern. Der Aufklärungswille der Behörden verharrt weiterhin nahe Null. Ich stelle mir die Frage, wer hat hier eigentlich gerade das Sagen? Wir, die dafür vom Volk gewählten, oder der Apparat? Was wusste der Verfassungsschutz? War der NSU wirklich nur ein Trio? Und warum töteten die Rechtsterroristen die Polizistin Michelle Kiesewetter? Um die vielen offenen Fragen zu klären, haben die Abgeordneten den Grünen Jerzy Montag als Sonderermittler ernannt. Sollte der auf neue Ungereimtheiten stoßen, können sich auch Vertreter der Regierungsfraktionen einen zweiten Untersuchungsausschuss vorstellen. Das Stichwort ist nicht lockerlassen und das machen wir fraktionsübergreifend. Der Fall NSU, er wird Deutschland noch lange beschäftigen. Im Osten der Ukraine hat es trotz der vereinbarten Feuerpause erneut Gefechte gegeben. Nach übereinstimmenden Berichten wurden in Donezk 2 Jugendliche getötet, als ein Geschoss den Sportplatz einer Schule traf. Der Zwischenfall habe sich in der Nähe des Flughafens von Donezk ereignet. Dort dauern die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Separatisten an. Auch aus dem Gebiet um Lugansk wurden Gefechte gemeldet. Der russische Präsident Putin sagte, der Bürgerkrieg setze sich fort. In Jerusalem wachsen die Spannungen zwischen Palästinensern und Israelis. Ein Palästinenser steuerte heute einen Kleinbus in eine wartende Menge an einer Haltestelle. Ein Mann starb, 13 Menschen wurden verletzt. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas erklärte, der 38-Jährige habe zu ihr gehört. Es war der 3. Anschlag in der Stadt innerhalb von 2 Wochen. Zuvor war es in der Altstadt Jerusalems und rund um die Al-Aqsa-Moschee erneut zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen. Es gab zahlreiche Verletzte. Anlass der Demonstrationen war der Besuch ultraorthodoxer jüdischer Aktivisten auf dem Gelände. Das Plateau mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee gilt Muslimen als drittheiligste Stätte nach Mekka und Medina. Für die Juden ist der Tempelberg der heiligste Ort. Dort soll der 2. Tempel Salomos gestanden haben. Angesichts anhaltender Kritik wegen des Finanzdebakels am Nürburgring hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer ihre Regierungsmannschaft umgebaut. Von 6 SPD-Ministern im rot-grünen Kabinett bleibt nur einer im Amt, die anderen 5 gehen oder wechseln. Einige hatten bereits der SPD-Alleinregierung unter Kurt Beck angehört. Damals wurden mehrere 100.000 Euro Steuergeld in den Nürburgring gesteckt. Trotzdem musste das Projekt später Insolvenz anmelden. Fast 2 Monate nach der Landtagswahl in Thüringen haben Linkspartei, SPD und Grüne Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Die Gespräche sollen bereits in 14 Tagen abgeschlossen werden. Kommt es zu einem rot-rot-grünen Bündnis, könnte mit Bodo Ramelow erstmals ein Politiker der Linkspartei Ministerpräsident werden. Rot-rot-grün hätte im Thüringer Landtag einen Vorsprung von nur einer Stimme. Dietmar Woidke steht auch künftig an der Spitze der rot-roten Landesregierung in Brandenburg. Das Parlament in Potsdam bestätigte den Ministerpräsidenten im Amt. Der SPD-Politiker erreichte bereits im 1. Wahlgang mit 47 Stimmen die absolute Mehrheit. So viele Abgeordnete stellen Sozialdemokraten und Linkspartei im Landtag. Anschließend wurde auch das Kabinett vereidigt.
Es besteht aus 9 Ministern, 6 Männern und 3 Frauen. Und hier die Lottozahlen. 6, 8, 17, 31, 33, 49. Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 6. November. Tiefer Luftdruck bringt im Osten und Südosten Deutschlands Regenwolken. Da von Westen deutlich kältere Luft einfließt, ist an den Alpen bis auf 700 Meter herunter Schnee dabei. Hinter der Kaltfront wird es von Westen wieder freundlicher. Im Osten und Süden fällt heute Nacht gebietsweise Regen, im Süden zum Teil länger andauernd. Besonders im Allgäu schneit es bis in die Tallagen. Im Westen und Nordwesten meist trocken und die Wolken haben dort auch größere Lücken. Vor allem von Sachsen bis nach Bayern auch am Tag immer wieder Regen, sonst teils Wolken, teils Sonne und nur einzelne Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee frisch mit starken Böen. An der Ostsee heute Nacht bis 10, im Allgäu 0 Grad. Dort morgen 4, an der Spree immerhin bis 12 Grad. In Bayern am Freitag teilweise zäher Nebel, sonst neben Wolken recht freundlich, später im Westen Regen. Dort sowie im Nordwesten windig mit stürmischen Böen an der Nordsee sowie im westlichen Bergland. Am Wochenende recht ruhiges und teilweise auch freundliches Herbstwetter. Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Der Streik der GDL, Wiege 1 sind die Lokführer und 25 Jahre nach der Wende noch immer sind Schicksale von Maueropfern ungeklärt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.